Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Kreativ-Ivi und ich möchte euch heute in diesem Video einmal zeigen, wie das komplette Standsteile-Album aussieht, was ich in den letzten Tagen gebastelt habe und falls ihr neugierig seid, dann bleibt gerne einfach mal dran. Jetzt starten wir mal beim Durchblättern. Ja, soweit so gut. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Es ist schon sehr zeitaufwendig und ich war eigentlich ganz froh, dass ich jetzt hieran eine Beschäftigung hatte. Hatte ja schon erzählt, dass ich aufgrund einer sehr fiesen Erkältung bzw. Grippe jetzt doch fast eine ganze Woche flach lag. Und da war sowas eine willkommene Abwechslung, weil man hat ja irgendwie nicht viel machen können, außer Ruhe und ein bisschen ausruhen. Da war das schon eine schöne Beschäftigung. Unter dem letzten Video, und zwar das, in dem ich die einzelnen Seiten, die ersten Seiten gemacht habe, kamen ein paar Fragen bezüglich der Alltagstauglichkeit, sag ich mal, also ob sich die Standsteile eben gut lösen lassen und ob das überhaupt sinnvoll ist, sowas zu machen, weil man ja auch die einzelnen Alben hat, also die einzelnen Bögen. Da möchte ich einmal ganz kurz drauf eingehen. Also ablösen lassen sich die Teile sehr gut. Ich nehme einfach mal eine Seite. Und ich möchte jetzt einmal hier den schönen Schmetterling haben. Dann kann ich mir einfach hier den Schmetterling abziehen. Ihr habt gesehen, das ging jetzt recht einfach. Klebt den dann wieder da drauf, weil ich mich doch umentschieden habe. Oder ich möchte einmal hier diese Blume haben. Dann nehme ich mir einmal das Teil, ziehe vorsichtig dran. Zack, und dann geht das Ganze auch ab. Bei dem habe ich jetzt noch eine andere Klebetechnik genommen, weil ich keine Fotoecken mehr hatte. Und da habe ich mir einfach ein bisschen Washi-Tape genommen. Wie ich das mit dem Washi-Tape gemacht habe, zeige ich euch gleich auch nochmal, weil vom Washi-Tape habe ich echt richtig, richtig viel. Und da ist auch Rollen dabei, die ich nicht sehr gut finde. Die habe ich mir mal gekauft, weil sie im Set waren oder was auch immer. Und dafür habe ich das dann verwendet. Ich gucke mal eins nochmal mit den Fotoecken, weil die Fotoecken sind schon ein wenig haftender als Washi-Tape. Welches nehmen wir denn da? Ich möchte einmal diesen Hut hier haben. Dann kann ich einfach mit dem Fingernagel, hier ziehen wir das ein bisschen hoch
und ziehe mir das ganz vorsichtig hier ab. Meinen Hut habe ich. Das kommt schon mal vor, dass eben die Fotoecke an dem Papier dran kleben bleibt. Dann kann ich mir die entweder abknibbeln oder wenn ich noch welche habe, und ich habe tatsächlich noch welche, klebe ich dann einfach hier Neues drauf und das hält. Also von daher habe ich jetzt noch keine großen Probleme damit gehabt. Natürlich habe ich auch noch nicht ganz so viel damit gebastelt, weil es ist ja eben erst die Tage fertig geworden. Ja, versuche euch das eben noch mal kurz zu demonstrieren. Ich möchte den Fisch haben und den ziehe ich mir ganz vorsichtig ab. Der Fisch bleibt definitiv heile und die Fotoecke bleibt dann auf dem Papier kleben. Ja, das sind meine Erfahrungen, die ich euch nur dazu geben kann. Ach ja, ich wollte euch ja noch zeigen, wie ich das Washi-Tape benutzt habe. Es sieht an manchen Seiten auch sehr, sehr wuselig aus. Ich hatte da keine große Lust, das zu sortieren und wollte es auch so ein bisschen durcheinander haben. Ich werde noch ein zweites machen. Da mal schauen, vielleicht sortiere ich die dann ein bisschen anders, ein bisschen, ich sag mal, ordentlicher. Von daher, oder das sind dann eben auch Stanzteile, die ich mal mit der Backshot gemacht habe. Und die lassen sich sehr leicht lösen, weil das Washi-Tape ist nicht so sehr haftend. Das kennt ihr ja. Ja, wenn das Washi-Tape haften soll, dann muss man teilweise noch ein bisschen Kleber drunter machen, wenn man das auf so Briefen oder zum Verzieren in Alben macht, weil da dieses Washi-Tape bei mir schon öfter nicht so eine tolle Klebkraft hatte. Für diese Alben ist es umso besser. Ich wollte euch jetzt noch einmal zeigen, wie ich das mit dem Washi-Tape gemacht habe. Also ich habe einfach mir ein bisschen von dem Washi-Tape abgerissen. Das muss ja auch überhaupt nicht gerade und akkurat sein. Und dann habe ich einfach diese Seite zugeklappt, diese Seite zugeklappt. Dann klebt das ja hier auf der Klebefläche. Und diese Seite ist dann doppelt. Also dann habe ich doppelseitig klebendes Washi-Tape. Meine Güte, was für ein Wort. Na, und dann kann ich das einfach auf meinen Stanzteil kleben und das Ganze auch ins Album kleben. So habe ich das Ganze dann eben gemacht. Kann ich euch hier auch noch, bin ich im Bild, zeigen. Na, auf der Rückseite ist dann eben dieses Washi-Tape, was auf beiden Seiten klebt. Und dann drücke ich mir das einfach hier rein. Bei dem Washi-Tape würde ich tatsächlich bei großen Stanzteilen ruhig einen breiteren Streifen nehmen, weil das wirklich nicht sehr gut haftet und man kann es auch super wieder ablösen. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit noch wie die Fotoecken. Ja, ich sag mal, wenn man echt die Zeit hat, was auch immer gerade ist, oder man hat die Langeweile und weiß so gar nichts, was man machen möchte, für mich war es eine ganz tolle Beschäftigung. Die hat mir echt viel Spaß gemacht, weil ich hier richtig schöne bunte Motive hatte. Ja, so weit, so gut. Mit der Chinch bin ich auch richtig begeistert. Das sind ja diese goldenen, die ich mir bestellt hatte. Und mein Mann hat mir aus seinem Werkzeugkeller diese schöne Zange hier ausgeliehen. Da ist eine, hier könnt ihr das erkennen, ich weiß immer nicht, ob man das so gut erkennt. Hier ist so ein kleines Messerchen und da schließt auch komplett das Messerchen. Und wenn ich dann hier den Draht reinlege und zudrücke, schneidet der mir das auch ab. Also ich weiß nicht, ob die Erklärung jetzt nötig war. Wahrscheinlich ja, ist es ja selbsterklärend, ne? Also man hat hier halt eben den Schnitt gemacht, weil die Bindung ging noch ein bisschen länger. Ich glaube, ich hatte noch eine drauf, meine ich, so einen kompletten Bogen weiter. Und dann schneidet man immer, das musste ich auch erstmal nachlesen, in der Mitte von diesen Breiten. Ne? Seht ihr ja hier dieser breite Bogen, da in der Mitte schneidet man das dann ab. Ja, und mit der Chinch hat das richtig gut funktioniert. Ich habe dann eben die einzelnen Seiten normal drauf geheftet. Und auf der Rückseite ist ja dieser Mechanismus, der die Ringe zusammendrückt. Das war am Anfang ein bisschen prickelig. Das hat mein Mann mit mir auch mal zusammen gemacht, weil ihn die Technik da auch interessiert hat. Und ja, die ersten
Aber es ist ja immer nur so ein Stück, was man dann auf einmal machen kann. Da mussten wir so ein bisschen nachdrücken, ein bisschen nachjustieren und dann ging es auch wieder besser. Mit der Lauf der Zeit werde ich da auch mehr Übung drin haben. Und wir werden bestimmt das ein oder andere Album dann vor der Kamera auch nochmal zusammen machen. Ja, ein weiteres Stanzteil-Album wird bestimmt noch kommen. Ganz kurz noch dazu, wegen den Blöcken. Natürlich macht es nicht viel Sinn in dem Sinne für jemanden, der die ganzen Blöcke hat und die Blöcke jetzt durchwuselt. Zu den Blöcken wollte ich noch einmal sagen, ich habe eben die Angewohnheit, dass ich mir die Blöcke alle so auflöse. Also ich löse das Papier raus, ich löse die einzelnen Stanzteile raus, weil ich habe mir das einfach mal so angewöhnt, ne? Und dann habe ich die ganzen Stanzteile in so eine riesengroße Box getan und konnte mir dann immer da durchwühlen. Aber es war auf Dauer schon sehr anstrengend, Zeit, aufwendig und so weiter. Hier habe ich mich einmal verstanzt. Ich habe es trotzdem drin gelassen. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Genau, da lege ich mir die Papiere alle in eine Kiste rein, lege mir die Stanzteile jetzt mit den Alben, finde ich das eine tolle Lösung und kann mich da wild drin bewegen. Mag nicht für jeden die beste Lösung sein. Der eine hat die Blöcke eben gerne als Block und bastelt daraus seine Karten. Das ist ja wahrscheinlich auch eine sehr gute Sache, weil dann passt das auch alles ganz gut zusammen. Ja, also ist ja so jedem selber überlassen. Ich finde das ganz gut. Ich muss auch sagen, das hat sehr viel Platz gespart, wenn ich überlege, dass ich jetzt so eine ganze Box leer habe. Ich habe dann auch noch ein paar Buchstaben drin gehabt, die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Falls ihr es rumoren hört im Hintergrund, das ist meine Spülmaschine. Also ich habe jetzt hier noch eine Box, da ist auch noch recht viel Platz drin. Das sind die Buchstaben, die wollte ich nicht in das Stanzteilalbum reinmachen, weil die sind ja auch sehr erhaben, also sehr, sehr dick und dann wird das Ganze auch sehr voluminös. Und ja, ich habe jetzt einfach hier so Zellophantüten genommen. Das sind eigentlich so Tüten auch für Spielkarten. Mein Mann und ich wollten uns da eigentlich einige Spielkarten rein machen, weil wir ja, so ein Kartenspiel haben, was wir recht häufig spielen. Das nennt sich Dominion. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Und dann haben wir gedacht, wir packen die Karten da rein, so als Schutz. Die waren aber zu klein. Und ja, jetzt habe ich die einfach zweckentfremdet, weil von denen habe ich noch ganz viele. Die kann man auch für ETC-Karten bestimmt gut verwenden. Naja, auf jeden Fall habe ich da hier so so Holzteile reingepackt und auch hier mit Buchstaben. Ne? Das sind jetzt Holzbuchstaben oder auch solche Varianten, die ich schon mal geöffnet habe, die dann irgendwo in dieser Kiste hier rumgeflogen sind. Und die habe ich jetzt einfach nach Buchstaben sortiert. In den unterschiedlichsten Tütchen drin. Das hat auch richtig gut funktioniert. Hier von dem M habe ich richtig viel. Da habe ich M und W habe ich in eins gepackt, weil da habe ich mir gedacht, gut, die sind ja sehr ähnlich, ne? Hier nochmal so kleine Pfeile, Blumen und was auch immer. Alles, was so symbolisch ist. Ja, und dann eben hier ist das E und ja. Da ist jetzt noch viel Platz, da können auch einige von diesen Holzteilen rein. Entschuldigt, wenn das gerade im Hintergrund ein bisschen raschelt. Ich habe ja hier noch einen Mitbewohner, der durch die Gegend wuselt. Das da war auch. Ja, und das ist eben diese Riesenbox, die halt voll war mit den Stanzteilen. Das sind alle, die ich in das Album gepackt habe und diese Buchstaben. Und das, was hier drin ist, das sind jetzt halt noch welche, die ich noch neu sozusagen aus meinen ganzen, wie heißt es, aus den Bögen jetzt gestanzt habe. Die sind jetzt hier kurzzeitig wieder reingekommen als Zwischenstation und werden dann in einem neuen Album noch ja, verarbeitet. Es sind halt ganz viele weihnachtliche Motive. Ich wollte die natürlich nicht entsorgen, weil Weihnachten kommt auch wieder und dann kann man da schöne Sachen machen oder Weihnachtsalben damit schön noch gestalten und was auch immer. Finde ich cool. Also sind alle hier drin, die ich dann eben noch hier noch ein bisschen Kunstschnee, die ich dann da noch in die Alben einpacken möchte. Ja, und hinterher werde ich vielleicht zwei oder drei solche Alben haben für Stanzteile. Manche kommen dann raus, manche kommen dann wieder rein.
Es erinnert mich halt wie diese Stickeralben, die ich früher als Kind mal hatte. Und tatsächlich überlege ich auch sowas Ähnliches für Sticker zu machen. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das handeln soll. Weil Sticker aufzukleben, abzukleben ist ein bisschen schwierig. Um jedes Sticker rumzuschneiden, finde ich auch ein bisschen tricky. Da überlege ich mir noch was, vielleicht mit so Einsteck, sodass ich mir so eine Seite mache mit so einer Tasche, wie man aus den Alben kennt, sodass man in die Taschen dann eben die Sticker-Sheets so reinschieben kann. Ich habe hier auch noch welche drin. Na, also kurze Info, man hat halt hier so eine Tasche und kann dann einfach die Sticker-Sheets hier in die Taschen backen und hat dann auch so ein Album für alle seine Sticker. Ich habe aber auch Sticker-Sheets, die sind DIN A4 Größe. Ja, da muss ich dann eben gucken, wie ich die mache, ob ich die Seiten ein bisschen größer mache und ach, keine Ahnung, da will ich euch jetzt auch nicht langweilen. Ich freue mich halt einfach wieder ein Video zu machen, weil die Stimme wieder besser wird und wenn man dann einmal anfängt zu reden, dann findet man manchmal kein Ende. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, dass euch diese kleine Serie von diesem Stanztal-Album gefallen hat. Ich habe euch die Rückseite, glaube ich, auch mal gezeigt. Habe ich jetzt einfach, ja, die kennt ihr ja, die hier sind bei mir ja überall. Habe ich jetzt einfach so ein strukturiertes Papier genommen, was ich sehr mag. Erstmal von der Struktur und von der Farbe. Und ich überlege mir noch, ob ich da noch einen Verschluss dran mache. Ich habe noch so ein paar Gummibänder oder ob ich es so lasse. Und naja, schauen wir mal. Das ist ja das Schöne daran. Man kann dann irgendwie immer, wenn man eine neue Idee hat, immer noch weiter dran rumbasteln. Nun gut, das nächste Video wird dann auch die Tage kommen. Vielleicht lade ich auch in, ja, mal gucken. Heute eins, zwei, morgen eins. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich euch in einem nächsten Video mal meine ganzen gebastelten Karten zeigen. Ich habe ja einige Karten hier, die ich noch nicht verschickt habe oder verschenkt habe oder sonst was. Es sind teilweise auch noch welche, die ich zuallererst gebastelt habe, meine allerersten selbst gebastelten Karten. Eieiei. Sie sind nicht schlecht, aber naja, wie das manchmal so ist. Ich möchte euch die trotzdem einfach mal zeigen. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch. Ja, das wird dann so auch als nächstes kommen. Dann möchte ich auch wieder ein bisschen Handlettering machen und ein bisschen zeichnen. Also ich denke mal an Ideen und an Videomaterial und Videoinhalten. Da sollte es eigentlich nicht fehlen. Ich danke euch vielmals, dass ihr dieses Video gesehen habt. Und der Kanal, der hat jetzt mittlerweile 278 Abonnenten. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich mache mal ein Herzchen in dieser Form. Ich danke euch wirklich unfassbar. Ich bin immer noch hin und weg, weil ich damit echt nie gerechnet hätte. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt ein richtig schönes Wochenende, viel kreative Zeit und ich sag mal ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!